Seele unserer Zeit, unserer Bühnen, Wonne, Huldigung und Herrlichkeit. Unser Shakespeare, erhebe dich. Unser Shakespeare. Denn er gehört doch uns allen, oder nicht? Der meistgespielte Dramatiker aller Zeiten. Autor von 37 Bühnenstücken, 154 Sonetten und mehrerer erzählender Dichtungen. Gemeinhin bekannt als die ultimative Stimme der Humanität in der englischen Sprache. Und doch. Wurde kein einziges Manuskript, gleich welcher Art, jemals gefunden, welches Shakespeares eigene Handschrift trägt. In 400 Jahren nicht ein Dokument. Geboren als Sohn eines Handschuhmachers, traf er zu einem unbekannten Zeitpunkt, gerüstet mit nichts als einer einfachen Schulbildung, in London ein. Wo, wie es heißt, aus ihm ein Schauspieler wurde und zu guter Letzt ein Bühnenautor. Er starb im Alter von 52 Jahren und hinterließ eine Frau und zwei Töchter, die, wie Shakespeares eigener Vater, nachweislich Analphabeten waren. Er vermachte bekanntlich sein zweitbestes Bett seiner Witwe. Doch das Testament erwähnte kein einziges Buch oder Schriftstück. Unser Shakespeare ist eine Chiffre, ein Geist. Nun, ich möchte Ihnen eine andere Geschichte erzählen, eine düstere Geschichte. Von Federkiel und Schwertern, von Macht und Verrat, von der Eroberung einer Bühne und vom Verlust eines Throns. Benjamin Johnson, der Schreiberling. Sohn des William Johnson, dem Glasbläser. Wurdet ihr schon mal verhaftet, Mr. Johnson? Ich bin Dichter, oder nicht? Natürlich wurde ich schon mal verhaftet. Stellt ihn die Frage nach den Stücken. Den Stücken? Ach, was darf es denn sein? Sir Robert Cecil. Ein Schäferspiel? Ein historisches? Ein historisches Schäferspiel oder ein hysterisches historisches Schäferspiel? Das interessieren nicht eure Stücke, Mr. Johnson, sondern jene, die ihr von Edward de Vere bekommen habt, dem Grafen von Oxford. Es tut mir leid, Sir. Ich weiß jetzt nicht genau, wovon ihr spricht. Wo sind die Stücke? Welche Stücke? Wundervoll, nicht wahr? Nun, es ist gewiss. Gewalt. Ich verspreche euch, so etwas habt ihr noch nie zuvor gesehen. Noch nie. Doch hoffentlich keine Puppen. Oder doch? Und hier kommen aufs neue Hofner und folgen mich drin. Die Bühne war aber natürlich atemberaubend. Weit aufwendig, als man es behauptet je gesehen hat. Ich bin schon lange gestiegen, wie doch ist. Ich bin zu verwirrt und weiß mit seinem Gleichnis. Besser mit Gleichnis, als mit Gelächter. Wohin? Zu hoch. Wohin soll ich wohl reiten als zum Hoch? Oh, verzeihen Sie! Ich habe meine graue Mähre noch nie erblicken. Ihr habt eine graue Mähre?
mir ein paar Pence borgen? Henslow schuldet mir immer noch was für das Schiff des Freizeits. Das Schiff des Freizeits. Kein Mensch sehen wollte. Hey, yo. Kid, sitzt in der Loge dort drüben nicht einer deiner unerwiderten Lieben? Der Graf von Southampton. Aber mit wem? Teufel nochmal, das ist Edward de Vere, der Graf von Oxford. Er hatte seine eigene Schauspieltruppe für Privatvorstellungen am Hof und dergleichen. Ob er wohl nur Stücke braucht? Gewiss keine von dir. Ach, ihr Edelmann dort? Welcher Tölpel, welcher Narr? Ja, leider jedoch ist das Hirn des armen Wichts leichter als seine Finger. Ganz wundervoll. Über alle Maßen. Wundervoll. Entschuldigt, Sir. Will Shakespeare, das ist doch nicht etwa Ale in diesem Krug? Ale? Ich? Trinken während der Vorstellung. Ich nehme meinen Beruf ernst, Mr. Hampson. Durch und durch ernst. Diese Stadt wurde für aufrührerisch erklärt und unersetzlich. Und nun will Sessel zerstört euch. Warum zerstreut ihr nicht William Sessel da? Vergreift diesen Mann. Zerstört euch. Dieses Bildungsstück ist aufrührerisch und wird nicht wieder aufgeführt. Es ist eine Komödie. Nichts daran ist aufrührerisch. Ach, ist das so, ja? Und ihr wisst das, weil... Weil ich das verfluchte Stück geschrieben habe. Ergreift diesen Mann ebenfalls. Warte, bitte, ich bin so endet die flüchtige Karriere eines Ben Jones. Zerstreut ihn! Moment, wir zurück in die Essenshaus. Aus. Henry, wie viele Menschen waren bei der Vorstellung? Schwer zu sagen. 2000. Vielleicht mehr. Und wie viele Vorstellungen gibt es von solch einem Stück? 5 oder 6 nehme ich an. Neuer Aufschlag. Das heißt, 10.000 Seelen lauschen alle den Worten eines einzigen Mannes, den Gedanken eines Mannes. Das ist Macht, Robert. Und wenn sich die Cecils auf eines verstehen, dann auf Macht. Neuer Aufschlag. Und seit wann erobern Worte ein Königreich? Ich bleib bei meinem Schwert. Ich danke verbindlich. Aus. Henry. Meine Männer haben einige Briefe abgefangen von William Cecils jüngster Korrespondenz mit König James von Schottland. Cecil verspricht ihm gleichsam den Thron. James? Elizabeth gestattet das nicht? Elizabeth ist alt. Krank. Dennoch weigert sie sich, einen Thronfolger zu benennen. Aber ein Schotte auf der Tudors Thron. Daher müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun. Damit der richtige Elizabeth Nachfolger antritt. Jemand, der die Tudor-Krone verdient. Ich bitte um eure Unterstützung und die eurer Männer, Henry. Falls es bei meinem Anspruch auf den Thron zum Kampf kommen sollte. Ihr braucht mich zu bitten, das wisst ihr. Ich werde wie in der Vergangenheit stets zu euch stehen. Seid auf der Hut, Henry. Stets nicht besorgt, Albert. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Abweisen sollt ihr den Sohn der Könige. Das ist bloß ein Gerücht, Henry. Bloß ein Gerücht? Mein Gott, ihr müsst Essex doch nur ansehen. Jetzt ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten. Jedermann glaubt, dass er der Sohn ist. Jedermann. Mein Gott. Ich für meinen Teil verneige mich lieber vor einem Tudor. Bastardem oder Bastardem als vor so einem Schotten. Mein einziger Wunsch ist, dass der nächste König der Rechtmäßige ist. Aber was Essex da ins Auge fasst, führt todsicher zu einem Bürgerkrieg. Nein. Wenn es denn sein muss, dann aber mit der nötigen Akkuratesse. My Lord Southampton. Sir Robert Cecil. Habt ihr Lord Essex gesehen? Er ist, glaube ich, immer noch im Audienzzimmer bei Ihrer Majestät. Allein? Wenn euer Vater sich in Irland um all die Reibereien kümmert, an wen sonst soll sich die Königin wenden, außer an Essex? Von Gottes Gnaden, Ihre Majestät, Elizabeth, Königin von England, Wales und Irland. Mir wurde berichtet, mein Lord Southampton habe ein Geschenk für euch. Ein Geschenk? Ja, euer Gnaden. Jedoch nicht von mir. Bist du das Geschenk, mein anmutiger kleiner Herr? Nein, nein, meine allermajestätischste Majestät, ich bin ein freier Mann. Mein Geschenk ist ein Stück. Ein Stück? Theaterstücke sind Teufelswerk.
entsprungen dem Sumpf aus Pestilenz, Hurerei, Diebstahl, Unzucht und Ketzerei. Du darfst deinem Meister sagen, dass Ihre Majestät... Euer Geschenk freudig entgegennimmt. Vorausgesetzt natürlich, dass Euer Majestät dies wünscht. Komödie oder Tragödie? Komödie, Majestät. Komödie. Von wem? Von Anonymous, Euer Majestät. Anonymous. Ich bin eine große Bewunderin seiner Verse. Führ uns zu dem Stück. Die Schwalbe, die den Sommer bringt, der Spatz, der Zeisigbein, die Lerche, die sich lustig schwingt, bis in den Himmel nach. Weckt mich von meinem Blumenbett ein Engel? Der Kuckuck, der Grasen brüllt, so gern ins Märchen hält. Wenn wir Schatten euch beleidigt, oh so glaubt und wohl verteidigt, sind wir dann, ihr alle schier, habet nur geschlummert hier und geschaut in Nachtgesichten eures eigenen Hirnes dichten. Ist ein Schelm zu heißen willig, wenn dies nicht geschieht, wie billig. Nun, gute Nacht, das Spiel zu enden, begrüßt uns mit gewogenen Händen. Wunderbar. Dein Vater berichtet, das Stück von heute stamme aus deiner eigenen Feder. So ist es, Euer Majestät. Du treibst Scherze mit mir. Mach mir ein paar Verse. Jetzt und hier? Ja, jetzt und hier. Zu welchem Thema, Euer Gnaden? Zur Wahrheit. Wahrheit ist wahr. Doch niemals so alt. Und selbst die Zeit macht nicht unwahr, was einst wahr war. Mein verehrter Oxford... Ihr habt offenbar einen Dichter eurer Familie von Kriegern hinzugefügt. Madam, ich bin im Umgang mit Schwert und Muskete so versiert wie mit Fersen. Was ihr nicht sagt. Mein einziger Wunsch ist es, eines Tages Euer Majestät getreuster Diener zu werden. Auf beiden Feldern, Krieg und Staat. So ihr mich denn haben wollt. Nun, Lord Cecil, ich glaube, wir haben einen würdigen Nachfolger für euch. Wir wollen hoffen, nicht allzu bald, Euer Majestät. Und was haltet ihr vom Stück unseres jungen Lords, William? Wenn das Theater in der Tat eine Sünde ist, so bete ich, dass ich erst so spät, wie es nur irgendwie geht, davon erlöst werde. Johnson! Benjamin Johnson! Man lässt dich frei! Du hast einflussreiche Freunde, wie es scheint. Theodor-Rose. Die bezauberndste aller Blumen, findet ihr nicht? Ich nehme an, mein Lord. Ich verdanke meine Freiheit euch. Das ist wahr. Und sie war schwer zu bekommen. Man sollte meinen Schwiegervater nicht leichtfertig reizen. Lord William Cecil. Ich habe das zweifelhafte Privileg, mit seiner einzigen Tochter verheiratet zu sein. Es war allerdings hilfreich, als ich eure Kerkermeister in meines Schwiegervaters Namen schriftlich um eure Freilassung bat. Verzeiht, aber heißt das, meine Freilassung wurde nicht offiziell gebilligt? Seid kein Tor, Johnson. Natürlich wurde sie das nicht. Dafür seid ihr frei. Oder etwa nicht? Ich genoss eure kleine Komödie. Ihr seid auf einem guten Weg. Einem sehr guten Weg. Ich danke euch, mein Lord. Aber die Politik dahinter scheint dem Tower nicht so recht zu gefallen. Die Männer meines Schwiegervaters fanden sie äußerst aufrührerisch. Politik? Mein Stück hat nichts mit Politik zu tun. Es ist nur eine einfache Komödie. Die eure Obrigkeit als Narren zeigt, die es im Leben ohne die Gewitztheit ihrer Bediensteten gerade einmal schaffen, einen Löffel zum Mund zu führen. Alle Kunst ist politisch, Johnson. Andernfalls wäre sie bloße Zierde. Und alle Künstler haben etwas zu sagen. Andernfalls machten sie Schuhe. Und ihr seid doch kein Schuhmacher, nicht wahr, Johnson? Francesco? Stück, mein Lord. Welches ihr in Bankside aufführen werdet. Aufführen? Unter euren Namen. Meinem Namen, mein Lord. Meinen kann ich ja schwerlich verwenden, nicht wahr? Ich bin der 17. Graf von Oxford, erster Oberhofmeister von England, Vicomte Balbec, Lord von Eskdale, Sandford und Battlesmere, etc., etc., etc. Nein, ich habe einen Ruf zu verlieren. In meiner Welt schreibt man keine Stücke, Johnson. Das machen Leute wie ihr. Ja, mein Lord.
Mylord, ihr habt ein ganzes Stück verfasst. Ich weiß, wie schwer das ist. Nicht ein Stück, Johnson. Ich habe viele geschrieben, ohne Zweifel weit mehr als ihr selbst. Etliche kamen vor Jahren bei Hofe zur Aufführung, andere bekam noch nie ein Mensch zu Gesicht. Und ihr wollt, dass ich meinen Namen unter dieses Stück setze? Nein, ihr sollt euren Namen unter alle setzen. Unter alle? Johnson, hört auf, mich anzusehen, als hätte ich soeben euren Schoßhund geschlachtet. Ich beabsichtige, euch zum beliebtesten und damit finanziell erfolgreichsten Bühnenautor ganz Londons zu machen. Ich wünsche euch viel Erfolg und einen guten Morgen. Mylord, ich weiß wirklich nicht, was... Dies ist für eure Bemühungen, Signor Johnson. Und für euer Schweigen. Brecht ihr dieses Schweigen. Nicht so gut für Signor Johnson. Erzähl mir von diesem Stück. Es war ein anonymes Geschenk. Essex drang darauf, dass es gespielt wird. Nur um mir vor dem Hofstaat zu trotzen. Weswegen sonst? Wovon handelt es? Es war so eine Posse mit Elfen und Cherubinen. Und tanzenden Eseln. Edward, unser Dichtergraf, ist an den Hof zurückgekehrt. Vater, es war ein Stück, nichts weiter. Weißt du, wie viel Zeit es mich gekostet hat, diese aus ihrem Umfeld zu verbannen? Sie vergöttert die Bühne! Und Edward weiß das! Lass dir gesagt sein, er hat das getan, um uns zu schmähen. Edward, wir bestimmen, wer der nächste König wird. Aber hattet ihr den Geheimen Rat nicht überzeugt, James von Schottland als nächsten König zu krönen? Niemand hat darauf mehr Anspruch. Außer einem von Elisabeths Bastarden. Ihr meint Essex. Er verachtet uns. Wir werden unsere ganzen Privilegien verlieren, unsere Besitztümer. Ich werde sie dazu überreden, Essex nach Irland zu entsenden, um die katholische Revolte zu unterdrücken. Southampton wird ihm folgen. Und so Gott ein Einsehen hat, kehrt keiner von ihnen lebend zurück. Und so er es nicht hat. Verzeiht mir, Lord Oxford, mein Sohn bevorzugt es, mit sich allein zu sein. Gestattet mir, euch meine Gemahlin vorzustellen, Lady Cecil, und meine Tochter Anne. Mein aufrichtiges Beileid, mein Lord. Der Tod eures Vaters ist ein großer Verlust für das Land. Wir hoffen, dass ihr glücklich werdet in unserem Haus. Wohnt ihr jetzt etwa für immer hier? Nein, nur so lange, bis ich meine Mündigkeit erreiche. Warum? Weil die Königin es so befohlen hat. Mein Lord, bei unserer ersten Begegnung sagtet ihr, dass ihr ein großer Staatsmann werden wolltet. Dies verwirklicht zu sehen, hoffen die Königin und ich. Zu diesem Zwecke habe ich die Ehre, euch euren Hausherrn vorzustellen. Von 7 bis 8 habt ihr Französisch bei Mr. Crane? My Lord Oxford. Monsieur, c'est un honneur pour moi de vous connaître. Von 9 bis 10 Griechisch bei Mr. Simmons. Ktesiger F.E. Agathon. Heudamones Jodan. Ist das Homer? Nein, Platon. Danach Kosmographie bei Dr. Richards. My Lord. Von 2 bis 3 Geographie und Geschichte und von 4 bis 5 Fechten. Und Versdichtung? Poesie? Dies ist ein puritanisches Haus, my Lord. Wir betrachten derlei Beschäftigungen als Götzenanbetung und demzufolge als Sünde vor den Augen Gottes. Als Sünde? Aber es muss im Leben doch auch Platz für die Schönheit und die Künste geben, my Lord. Nicht in diesem Hause. Ihr hättet sowieso verloren. Ich hätte auch gewonnen. Michael. Sie dürfen, glaube ich, annehmen, dass ich die Oktavparade inzwischen mehr habe. Wir sollten uns von Hunger trinken. Vielleicht vermögt ihr mich dann endlich mal zu schlafen. Sehr wohl, mein Lord. Das ist jemand von Adel, sagst du. Wer hat er gemacht? Vielleicht. Nun, ja, dann bleibt dir nichts anderes als einzubilligen, oder? Ich bin nach London gekommen, um ein großer und ruhmreicher Dichter zu werden. Das Gewissen unserer Tage. Die Seele unserer Zeit. Ich will die Welt verändern. Und nicht die Welt verändern? Was, mit Reimen? Ja, warum nicht? Warum sollte man die Welt nicht mit Worten verändern können?
Ich mache euch zum reichsten und beliebtesten Bühnenauto von ganz London. Schwachsinn. Das schaffe ich ja wohl allein, Teufel nochmal. Er ist ein Laie. Ein wahrhafter Laie. Unbestritten. Gestern Gärtner, heute Dramatiker und morgen Falkner. Nein, ich mache das nicht. Das wäre eine Beleidigung der Musen. Wie viel war in dem Beutel, den er dir gegeben hat? Was glaubst du, mein Name ist käuflich, wenn man genug dafür bezahlt? Nein, gar nicht. Nein. Ich finde, wir sollten deinen guten Namen unversehrt lassen. König Philipp von Spanien betrachtet die katholische Revolte in Irland als Zeichen unserer Schwäche. Eine Schwäche, die man sich zunutze machen will. In Irland? Es wird berichtet, dass er Geld und sogar Soldaten schickt. Wir müssen rasch handeln. Wir müssen den Lordleutnant von Irland austauschen und zusätzliche Soldaten entsenden. Austauschen? Gegen wen? Meine Empfehlung wäre seine Lordschaft. Der Graf von Essex, Euer Majestät. Nein, das kommt nicht in Frage. Er ist unabkömmlich. Sein Rat ist uns teuer. Essex kriegerische Fähigkeiten sind meines Erachtens das einzige Mittel gegen die spanische Pest. Nur könnte Essex dann leider nicht mehr im Geheimen Rat bleiben, solange er in Irland weilt. Und wer sollte ihn ersetzen, eurer Empfehlung nach? Sir Robert Cecil. Euer Sohn? Wobei er vornehmlich mein Ratgeber ist, Majestät, und dann erst mein Sohn. Ja. Ach, Mann, dann entsendet Essex nach Irland. Und wir werden Robert in unseren geheimen Rat aufnehmen. Ich sah am letzten Wochenende ein Theaterstück, William. Es weckte in mir Erinnerungen aus langen vergangenen Tagen. Ich würde gern öfter welche sehen. Hat Edward sein Glück gefunden, William? Mit eurer Tochter? Ermordet! Durch eure eigene Hand! Er raubte meine Gedichte. Er tat dies auf meinen Geheiß! Euer! Selbstverständlich! Als ich von Robert erfahren habe, dass ihr mein ausdrücklich Befehle missachtet! Robert war das! Genug! Du sollst keine Götzen anbeten in meinem Hause. Nicht eure Gedichte, eure unsterbliche Seele steht auf dem Spiel, eure Seele! Meine Gedichte sind meine Seele! Ihr habt mich in eine sehr ernste Lage gebracht, Edward. Ich kann meinen Leumund durch euren bedauerlichen Mangel an Selbstbeherrschung nicht beschmutzen lassen. Wir können auf Notwehr plädieren. Er zog das Schwert zuerst. Aber dafür verlange ich eine Gegenleistung. Meine Tochter ist jung und leicht zu entflammen. Sie hegt Gefühle für euch, Edward. Das ist nicht verwunderlich, wenn man so eng beieinander wohnt. Sir, in den letzten 3 Jahren habt ihr einen Großteil meines Erbes an euch gerissen. Hütet eure Zunge, Edward, auf dass ihr keine falschen Beschuldigungen erhebt. Ich wurde nur rechtmäßig entschädigt für eure Ausbildung und euren Unterhalt. Und jetzt schlagt ihr vor, dass ich euch mit dem Rest meines einst beträchtlichen Vermögens durch eure Tochter Bett entschädige. Nein. Dies ist ein Vorschlag, wie wir euer edles Haupt vor dem Beil des Henkers bewahren. Um die Gründe abzulegen, für die das Band der Ehe bestimmt war. Einer war die Zeugung von Nachkommen. Sie in Ehrfurcht vor Gott und in Liebe zum Herrn aufzuziehen. Ein weiterer war gegenseitiger Beistand, Hilfe und Trost, den der eine dem anderen großzügig möge spenden. In diesem heiligen Stand sollen die beiden hier Anwesenden nun vereint werden. Heinrich der Fünfte. Warum sollte einer von euch öffentlich zugeben, mich ausstechen zu wollen mit einem Historiendrama? Komödie ja, Tragödie vielleicht. Ben, willst du erst den Erfolg abwarten, bevor du dich dazu bekennst? Oh, eine Feuermuse, die hinan den hellsten Himmel der Erfindung stieg. Ein Reich zur Bühne, Prinzen drauf zu spielen, Monarchen, um der Szene Pomp zu schauen. Dann käme sich selber gleich der tapfere Heinrich. Gekoppelt würde Hunger, Feuer und Schwert um Dienst sich nie. Doch verzeiht ihr Teuren dem schwunglos seichten Geiste, der es gewagt, auf dies unwürdige Gerüst zu bringen, solch großen Vorwurf. Diese Hahnengrube fasst sie die Ebenen Frankreichs. Topft man wohl in dieses Rohr von Holz die Helme nur, wovor? Denkt euch, im Gürtel dieser Mauern nun zwei mächtige Monarchien eingeschlossen, die mit den hoch erhobenen Stirn dreuet,
der furchtbar enge Ozeanmutter. Er rennt mit den Gedanken unserer Menge, zerlegt in tausend Teile einen Mann und schafft eingebildete Heereskraft. Dick, wenn wir Pferde nennen. Dass ihr sie, den stolzen Huf seht, in die Erde prägen. Denn euer Sinn muss unsere Könige schmücken. Der Wackermann lehrt seinem Sohn die Mähe. Und nie von heute bis zum Schluss der Welt wird Crispin Crispian vorübergehen. Dass man nicht uns dabei erwähnen sollte. Uns verglücktes Häuflein Brüder. Denn welcher heut sein Blut mit mir vergießt, der wird mein Bruder, sei er noch so niedrig. Der heutige Tag wird Adel seinen Stand. Edelleut in England, jetzt im Bett, verfluchen einst, dass sie nicht hier gewesen und werden kleinlaut, wenn nur jemand spricht, der mit uns fort am St. Crispinus tagt. Mein gnädiger Fürst bereitet euch in Eil. Schon stehen die Franken stattlich in den Reihen und werden schleunigst ihren Angriff tun. Ist unser Mut bereit, so ist es alles. Verderbe, der des Rot da hinten bleibt. Eure Posten kennt ihr. Gott mit euch allen! Siehst du das? Siehst du die Signore? Hört ihr die Banken? Tod in Franken! Nieder mit den Franken! Nieder mit den Franken! Cecil hat die Königin überzeugt, dass allein Essex Irland vor der Revolte wird. Ich habe mich verpflichtet, ihn zu begleiten. Also ich würde unseren anonymen Kollegen von Jahren mal sehen. Ich bin zum Ehren Segen, den kann ich nicht gewähren. Wenn ich mein König werden soll, ist es meine heilige Pflicht, ihm in der Schlacht beizustehen. Ganz besonderer Dank gilt meinen Schauspielern. Deren große Schauspielkunst hat meinen Worten Leben eingehaucht. Dank ihrer wunderbaren Schauspielkunst. Dankeschön! Ein Schauspieler! Gottgütiger! My Lord, ich dachte... Passt euch an meiner Stadt zu denken. My Lord, eure Sprache ist vollkommen anders als die meine. Sprache! Ihr habt keine Sprache! Daher wählte ich euch ja! Meinen Namen habt ihr aber geheim gehalten. Und werdet dies auch künftig tun. Eine romantische Tragödie. In fünfhebigen Jahren. Das ganze Stück, ist das möglich? Natürlich ist es das. My Lord.
Shakespeare. William Shakespeare. My Lady. Wer war dieser Mann? Ich habe ihn hier schon mal gesehen. Edward, wir müssen über die Mitgift unserer Tochter sprechen. Mitgift? Sie kann nicht ohne eine Mitgift verheiratet werden, die angemessen ist für die Tochter eines Grafen von Oxford. Ich gebe ihr Brookhouse und 100 Pfund. 100 Pfund, Vater? Mutter? Das ist alles, was wir im Augenblick zu geben haben. Lass uns allein, Bridget. Edward, unsere Familie ist finanziell ruiniert und ihr spielt die Flöte, während Rom brennt. Nero hat gefiedelt, während Rom brennt. Ihr hättet ihn sehen sollen, den Pöbel. Sie saß nicht einfach da wie die Reptilien bei Hofe mit starren Mienen, die Fangzähne vorübergehend eingefahren. Nein, sie erklommen die Bühne, sie kämpften gegen die Franken. Hört auf, geht auf damit sofort! Warum müsst ihr schreiben? Warum könnt ihr nicht aufhören, meine Familie zu demütigen? Die Stimmen, die Stimmen, ich kann sie nicht aufhalten, sie kommen zu mir. Wenn ich schlafe, wenn ich wache, wenn ich speise, wenn ich den Flur entlang gehe. Eine Jungfer, süßes Verlangen, eines Höflings, wallender Eifer, eines Mörders, schändliche Pläne, seine Opfer, jämmerliches Flehen. Allein, wenn ich ihre Worte, ihre Stimmen zu Pergament bringe, sind sie erlöst, befreit. Allein dann findet mein Geist zur Ruhe, zum Frieden. Ich verfiele dem Wahnsinn, schrieb ich die Stimmen nicht auf. Seid ihr besessen? Das mag wohl sein. Das ist unglaublich, Ben. Das ganze vermaledeite Werk in Versen. Das ist wirklich nicht so schwer, wenn man es mal versucht. Ach, hast du es schon mal versucht? Doch still. Was schimmert durch das Fenster dort? Es ist der Ost. Und Julia, die Sonne. Nach der Vorstellung werden die Schandweiber für mich reihenweise die Beine spreizen. Du kannst den Romeo nicht spielen. Was? Wieso? Ich bin für die Rolle wie geschaffen. Wie geschaffen? Ich lasse nicht zu, dass mir dieser Ochse von Spencer noch meine Rolle wegschnappt. Nein. Will Shakespeare allein kann das dralle Leben in Romeos Adern pumpen. Und in seinen Hosenbeutel. Nein. Ben, ich bin Schauspieler. Mit Haut und Haaren. Vom Scheitel bis zur Sohle. Ich sauge sie auf. Jede Rolle. Dann saug gefälligst die Rolle des Autors auf. Und halt dich von der Bühne fern. Verflucht. Als Autor spielt man keine andere Rolle. Das Fräulein, welche dort den Ritter mit ihrer Hand beehrt. Ich weiß nicht, Herr. Wo sie nur lehrt, den Kerzen hell zu glühen. Wie in dem Ohr des Mohren ein Rubin, so hängt der holden Schönheit an den Wangen. Gemacht zu hoch, zu himmlisch dem Verlangen. Sie stellt sich unter dem Gespielen dar, als weiße Tau in einer Krähenschar. Schließt sich der Tanz so nah ich ihr, ein Drücken. Der zarten Hand soll meine Hand beglücken. Liebt ich wohl je? Nein, schwer es abgesicht. Du sahst bis jetzt noch wahre Schönheit nicht. Mein Lord Oxford. Majestät. Wir haben euer Stück heute Abend sehr genossen. Euer junger König Heinrich gemahnte uns an euch. Tatsächlich? Ungestüm, doch tapfer. Knabe und doch Mann. Der Augen Weide. Und Ohren Hochgenoss. Wir freuen uns über eure Rückkehr vom Festland. 2 Jahre sind zu lang, um solch trefflicher Vergnügungen zu entbehren. Hätte ich gewusst, dass meine Abwesenheit bei eurer Gnaden derlei Sehnsüchte weckt, wäre ich weiter her zurückgekehrt. Eure Gemahlin ist bestimmt sehr froh darüber, euch wieder an ihrer Seite zu wissen. Falls dem so ist, ist es mir nur ein schwacher Trost. Ich bin nur auf das Drängen meines Schwiegervaters zurückgekehrt. Cecil sagte mir, eure Familie sei aus Liebe geschehen. Das wünschte er sich. Aber wie soll man den Mond lieben, wenn man einmal die Sonne gesehen hat? Oh nein! Welches Land hat euch auf euren Reisen am besten gefallen, mein Lord? Ich würde sagen Italien, euer Gnaden. Italien? Weswegen? Das Wetter oder das Essen? Ach, nein, des Theaters wegen. Das sie dort Commedia dell'arte nennen. Und natürlich der Frauen wegen.
der Frau Mill? Sie sind klar. Was Ihre Wünsche angeht, als die in England. Wenn Sie etwas wollen, dann nehmen Sie es sich. Und warten nicht, bis man sie nimmt. Sich nie für euch in den Niederlanden. In den Niederlanden? Natürlich. Eure Unterstützung der Rebellen gegen Spanien ist auf dem Festland ein offenes Geheimnis. Und dass ihr um für deren Sache zu kämpfen England sein wird. Spaniens Niederlage ist Englands Sieg, oder nicht? Locktet ihr mich deshalb ins Bett? Für ein Offizierspatent? Nein, ich... Wie könnt ihr es wagen? Wie könnt ihr es wagen? Ich befehle euch, meine Gegenwart zu verlassen! Oh, Holger, Schatz. Auf welchen Wegen irrt ihr? Bleibt und hört. Der Liebste gehört hier. Küsst in hohem und tiefem Ton. Hüpft nicht weiter, zartes Kindlein. Liebe Fan, zuletzt ihr Stündlein. Das weiß jede Mutter Sohn. Was ist die Liebe? Sie ist nicht künftig. Gleich gelacht, ist gleich vernünftig. Was noch kommen soll, ist weit. Wenn ich zögere, so verscherze ich. Komm, der da. Liebchen. Küss mich herzlich. Wenn ich wollte, könnte ich das auch. Was? Ich meine, ein Stück Schreiben in fünf Jampen. Ein Stück in fünfhebigen Jampen. Das ist nicht so schwer. Denkst du, hast du es schon mal versucht? Selbstverständlich nicht. Ich könnte, wenn ich wollte. Das war ja auch nicht alles in Versen. Na, seht ihr? Umso leichter. Endlich auf mich, du Romeo. 2 Wochen darf nutzen. 2 Wochen! Wirt! Getränke für alle! Hey, Wirt! Billy! 2 Wochen. Die jungen Weiber, die lieben die romantischen Tragödien. Eben der Grund, weswegen ich sie meide. Ach was, keine Bange. Eine Eintagsfliege. Nochmal gelingt die Message. Wie habt ihr denn euch von euch selbst getrennt? Im Ei ist ja dem anderen nicht so gleich als diese 2 Geschöpfe. Wer von beiden ist gute Bastia? Du bist wunderbar! Brutus, auch umsonst! Dein Hände sprecht für mich! Du Teufel! Brutus, auch du? So, alle! Cäsar! Tyrannei ist tot! Rufe aus Befreiung! Fremd in der Schotter, nicht wahr? Ja, klingt so. Um den Kessel dreht euch rund! Macht das Gift in seinen Schloss! Höre den kalten Stein, Tag und Nächte 3x9! Schlag am Werk, nicht Fleiß noch Mühe! Feuer, sprühe! Hüte dich! In Hände zu geraten, bist du denn? Führ sie, dass ich dein Feind vor dir mache. Dein Ohr leih jedem. Wind in deine Stimme. Nimm Rat von allen, aber spar dein Urteil. Die Kleidung kostbar, wie es dein Beutel kann. Doch nicht ins Grillenhafte. Reich, nicht bunt, denn es verkündigt oft die Tracht den Mann. Kommt, setzt euch nieder. Ihr sollt nicht vom Platz.
nicht gehen, bis ich euch einen Spiegel zeige, worin ihr euer Innerstes erblickt. Was willst du tun? Du willst mich nicht ermorden? Hilfe! 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 Was? Eine Ratte? Tod für eine Dukate! Tod! Oh. Ich bin umgebracht. Was tatest du? Ich weiß es nicht. Ist es der König? Du kläglicher, vorwitziger Narr. Fahr wohl. Keinen Tag zu früh für Sassel. Oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden, oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Sterben, schlafen, nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herzweh in die tausend Stöße endet, wie unseres Fleisches Erbteil. Es ist ein Ziel. Aufs Innigste zu wünschen. Sterben, schlafen, schlafen, vielleicht auch träumen. Ja, da liegt, was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, wenn wir den Drang des Irdischen abgeschüttelt, das zwingt uns stillzustehen. Das ist die Rücksicht, die Elend lässt zu hohen Jahren kommen. Cecil wurde ermordet. Natürlich nicht im wörtlichen Sinne. Er war eine Figur. Eine erfundene Figur. Aber das Sinnbild war für jeden zu verstehen. Und das verstand auch ein jeder. Lass dich's absetzen. Ihr habt seiner Lordschaft abermals einen großen Dienst erwiesen. Gemetzelt hat er euch! Nicht nur von den Augen des Hofes, sondern von der gesamten Stadt! Verhaften wir diesen Shakespeare und... Nein, Robert. Wenn er wirklich so beliebt ist, wie du sagst, erzürnten wir nur den Pöbel. Wir können unsere Macht nicht aufrechterhalten, solange der Pöbel über uns lacht. Unsere Macht kommt von Elisabeth und von Gott. Du musst weit tiefer denken, Robert. Du musst deiner Missgestalt entgegenwirken. Entgegenwirken mit den Gaben, die dir Gott verliehen hat. Du bist mit Unbarmherzigkeit. Du bist von König James von Schottland. Weiß von Elizabeths Zuneigung zu Essex und von den Gerüchten über dessen Geburt, er ist zu Recht besorgt. Du wirst James schreiben, berichte ihm, dass ich todkrank bin, aber dass alles seine Ordnung hat. Dann sag ihm, dass Essex aus Irland nicht lebend zurückkehren wird. In dieser Angelegenheit bedarf Gott doch unserer Hilfe. So werden Könige gemacht, mein Sohn. So war es bei Elisabeth und so wird es immer sein. James wird von dir Gleiches erwarten und er wird es dir lohnen. Aber wir müssen uns um noch etwas kümmern. Wie Essex muss auch Edward beseitigt werden. Edward? Du musst jemanden bestechen, seinen Fechtlehrer vielleicht. Versprich ihm ein Vermögen, wenn er ihn tötet. Ich trage ein Kind. Seid ihr euch sicher? 2 Monate sind vergangen, Malone. Und ich möchte ihn heiraten. Heiraten? Euer Gnaden, er ist bereits verheiratet. Ich kann tun, was ich will. Könnt ihr das?
Die meisten katholischen Fürsten Europas wollen euren Sturz und das Ende eurer protestantischen Herrschaft. Das Einzige, was sie aufhält, ist der Kanal und die Hoffnung, dass euch einer davon vielleicht heiratet und so eure Regentschaft beendet. Ich liebe ihn! Würdet ihr euren Thron aufgeben für ihn? Würdet ihr England aufgeben für ihn? No! Wir verfahren wie üblich. Ihr müsst auf Reisen möglichst an einen abgeschiedenen Ort und begleitet werdet ihr allein von euren engsten Vertrauten. Nach der Niederkunft finde ich für das Kind einen geeigneten Ort, an dem es aufwächst. Und Edward? Darf es nie erfahren. Was habt ihr getan? Ich bin im Gebet. Sie weigert sich, mich zu empfangen! Dreimal wollte ich zu ihr und wurde abgewiesen und jetzt ist sie fort! Sie bereist das Land. Wo? Wo ist sie hin? Was habt ihr zu ihr gesagt? Sagt es mir! Die Königin fragt mich in Herzensangelegenheiten nicht um meinen Rat, sonst hätte sie sich kaum euch zum Zeitvertreib ausgesucht. Ihr hättet wissen müssen, dass sie sich umbesinnt. Das tat sie immer. Ihr seid weder ihr erster noch ihr letzter Liebhaber. Kehrt zurück zu meiner Tochter, Edward. Sie wird euch mit offenen Armen empfangen. Verhaltet euch, wie es sich für euren Titel geziemt. Kümmert euch um eure Güter und euer Kapital. Und beschert mir einen Enkelsohn. Einen Erben. Das Schreiben fällt schwer, nicht wahr? Nach einem Stück wie Hamlet. Es verzehrt einen. Nackt an der Seele. Warum wurde Will wohl noch nicht verhaftet? Immerhin ermordete er ein Abbild des alten William Cecil und dennoch holte sich fröhlich bis nach Westminster und wieder zurück. Vielleicht haben Sie es noch nicht gemerkt. Ich half ein wenig mehr. Du verrätst jemanden aus deiner eigenen Zunft an den Tower? Pass auf, über wen du urteilst. Wir tun, was wir tun müssen, um zu überleben und um gut zu überleben. Jeder von uns. Und Will ist wahrlich keiner von uns. Du weißt, dass er Analphabet ist, oder? Oh, zu lesen vermag er. Wie sonst könnte er seinen Text lernen? Aber der Mann hat nie gelernt, Buchstaben zu Papier zu bringen. Nun, wer schrieb Hamlet? Ein Edelmann. Ja, aber welcher? Du weißt es nicht wahr, Ben? Vorsicht, Kid. Du fängst schon an, wie eins deiner Stücke zu klingen. Ben, nenn ihn hier. Dann gehen wir zusammen zu ihm. Sichern ihm zu, dass er ungenannt bleibt. Für einen gewissen Preis. Du... hast mich ebenfalls verraten. Nicht wahr, Kid? Letztes Jahr. Wegen jedermann. Deshalb wurde ich verhaftet. Ist es nicht so? Ich hatte nichts damit zu tun. Ben, ich kann auch zu Will. Und er wird es mir sagen, denn er hat viel mehr zu verlieren als du. Und du wirst nichts davon haben. Gar nichts. Haben Sie die Aufstandschaft aus dem Grenzgebiet zurückgezogen? Müssen wir nach Süden marschieren? Und Caer Castle einnehmen. My Lord, diese Festung ist bestens gesichert. Dort stehen 1000 Mann, vielleicht sogar mehr. Einer solchen Streitmacht sind wir nicht gewachsen. Was also schlagt ihr mir vor? Sollen wir das ganze Frühjahr hier im Lager verbringen? Man hat mich nach Irland gesandt, um diesen teuflischen Aufstand ein Ende zu bereiten. Nicht um meine Zeit zu... Robert! Beutelschneider wird's gewesen sein. Nirgendwo ist mein Himmel sicher. Das sag ich dir. Was ist passiert? Hier gibt's eine Leiche. Ich fahre immer noch weh. Der Stückeschreiber. Kate Marlowe. Das ist nicht richtig. Nein, das ist nicht. Oh, Monseigneur. Bien. Continuez. Voulez-vous que nous essayons? Au droit, d'autorité? Volontiers, Monseigneur. En garde. Was soll das, Bolje? Bolje!
für eine Bestie? Ich brauche mehr Geld. Mehr? Du hast doch schon mehr als jeder andere auch an Wechsel. Ja, ich würde gerne mein eigenes Theater bauen. Eins, das der Größenordnung meiner Werke entspricht. Ein Theater? Für deine Werke? Ja, ich habe jemanden gefunden, der mir ein Wappen anfertigt und die Kirchenbücher in Stratford ändert. Unmöglich. 8 Schilling auf 600! Ich wette dir nicht an, 8 Schilling auf den Bären 600. Das ist eine furchtbare Wette, Ben. Du wirst mit dem auskommen müssen, was du hast. Nein, ich gehe nicht für dich betteln. Oh nein, das ist jetzt keine Bitte mehr. Ich bekomme mehr Geld. Oder was? Schützt du mir sonst die Kehle auf, wie die von Kit? Ich weiß, dass er letzte Nacht bei dir war. Und ich weiß, dass er vorhatte, dich bloßzustellen, wenn du seine Forderung nicht erfüllst. Ich bin's. Und so furcht dagegen! Sei vorsichtig, Will. Wenn du mir auch noch Dinge ausmachst, hast du bald keine guten Stücke mehr, in denen du noch auftreten kannst. Ich bekomme meine Krone. So oder so. Ich werde meine Krone bekommen. Lass die Hunde los! Francesco? Zwei. Wann soll ich wiederkommen? In zwei Wochen. Da drüben. Da drüben anlegen, da. Ihr seid also dieser berühmte William Shakespeare, dessen Schaffen mir solche Freude bereitet. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich brauche mein Geld. Wie war das bitte? Mein Lord, meine Ausgaben haben sich erhöht. Agrondisiert, seit all dies begann. Agrondisiert? Ja, agrondisiert. Und falls euer Lordschaft nicht gewillt ist, meine Leistung angemessen zu entlohnen, sehe ich mich veranlasst, gewisse Fakten zu verbreiten. Hey, du! Hast du eine Vorstellung, zu wem du hier sprichst? Ja, ich wende mich an den Autor von Hamlet. Oder Julia und ihrem Romeo. Oder irre ich? Raus. Verschwinde. Wie ihr wünscht. Mein Auto. Warte. Wie viel? 400 Pfund. Jährlich. Questo è meglio ammazzarlo subito, signore. No, pensare. Signore. Pagalo! Andiamo. Come? Mi perdoni, signore. Questo paese. Man hat euch bereits einmal versucht zu töten. Weisheit. Francesco gehört zu den Eigenschaften, die ich bedauerlicherweise nie besaß. Edward, ihr wisst, ich werde den Hof bald verlassen müssen. Sie wird für Wut toben, wenn sie hiervon erfährt. Sie hat sich von mir abgewandt. Sie liebt euch noch immer. Nein, tut sie nicht. Ihr wisst es nicht, nicht wahr? Die Königin. Sie gebar euer Kind. Willkommen zu Hause. Ich kann Euer Majestät nicht mit Gewissheit sagen, wann das Verhältnis begann. Aber wohl recht bald nach eurer Rückkehr an den Hof. Ihr seid euch sicher. Die beiden waren nicht gerade diskret, Euer Majestät. Es gibt noch mehr, Euer Majestät. Das Weib ist schwanger. Lasst sie verhaften. Lasst sie verhaften, beide.
Was hat das zu bedeuten? Edward! Lass mich los! Betty! Edward! Betty! Edward! Eure Hure hat letzte Woche entbunden. Die Königin hat sich entschieden, euch zu entlassen. Offenbar hält die Zeit wohl doch alle Wunden. Eure Entlassung ist an folgende Bedingungen geknüpft. Erstens, ihr werdet das Kind nicht anerkennen. Zweitens, ihr werdet die Mutter nie wiedersehen. Drittens, ihr meidet den Hof um jeden Preis. Ihre Majestät wünscht unter keinen Umständen, je wieder an euch erinnert zu werden. Verbannung? Nein, ihr dürft euch im Königreich frei bewegen, nur nicht am Hof. Das sind ihre Bedingungen hier, die meinen. Ihr kehrt zu meiner Tochter zurück, gebt euch jede Mühe, sie glücklich zu machen, verhaltet euch endlich eurem Stande gemäß und übernehmt die Verantwortung und die Pflichten eures Titels. Ja. Mein Lord, auch ich habe eine Bedingung. Ich werde zu eurer Tochter zurückkehren, wenn ihr mir den Namen des Kindes nennt. Ich glaube kaum, dass die Hure den Bastard hat taufen lassen. Nein. Den des anderen. Den des anderen? Woher wisst ihr? Ich kehre zu eurer Tochter zurück. Und ich schenke euch so viele Enkelkinder, wie sie gebären kann, oder ich bleibe hier. Die Niederkunft ist weder aktenkundig, noch führt irgendeine Spur zu euch oder der Königin. Die Pflegeeltern haben die Wahrheit nie erfahren und sind inzwischen tot. Den Namen! Macht ihr auch nur die geringste Andeutung gegenüber dem Kind oder einem Dritten, ist unsere Vereinbarung nichtig. Und euer Kopf und der des Knaben werden rollen, und zwar binnen zweier Wochen. Also ein Knabe. Bonga. Gut. Spitze hoch. Ja, komm. Komm schon mal. Hör dir. Spitze hoch. Und auf das Knie. Gerade. Guten Tag. Guten Tag. Mein Lord, ich bin Edward. Graf von Oxford. Mein Lord. Das heißt, ihr seid auch ein Graf. Ich bin der Graf von Southampton. So wollen wir nun gemeinsam Grafen sein. Wollen wir? Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis das von wieder zu Erden wächst. Davon du genommen bist. Denn du bist Erde. Und du sollst zu Erde werden. Wir wünschen uns die Rückkehr von Essex. Wir fühlen eine entsetzliche Leere ohne euren Vater. Eine weise Entscheidung, Euer Majestät. Nicht zuletzt gibt ihm das die Gelegenheit, zu all den Berichten Stellung zu nehmen. Es heißt, dass My Lord Essex in Friedensverhandlungen stünde mit Philipp von Spanien. Ja. Und dass Essex Philipp das katholische Irland versprochen habe. Im Gegenzug... Im Gegenzug? Wofür? Für Spaniens Unterstützung. Bei Essex Ansprüchen auf den englischen Thron. Das ist bislang allerdings bloß ein Gerücht. Bringt Essex sofort nach London, William. Robert, Majestät. Meines Vaters Tod ist für uns alle ein großer Verlust, Euer Majestät. Ihr seid nicht würdig! Mein Lord, von der Königin. Ich muss mit ihr sprechen. Höchst selbst. Wir laufen mit der Flut aus. Kinder! Hört mal, Kinder! Ich habe es. Oh, der Herold hat es vor einer Stunde fertiggestellt. Und was habt ihr? Vor allem ist es Wunsch. Nun, was in Gottes Namen ist das? Das ist mein Wappen. Hat mich ein Schweinegeld gekostet, aber bei Gott, nun dürft ihr mich einen Edelmann nennen. Ja, aber ich kann den Wahlspruch nicht lesen. Nonsans drückt. Nicht ohne Recht. Oh, nicht ohne Recht. Du warst bei ihm, nicht wahr? Du verlogener Schuft, du warst bei ihm. Darf ich den L ausgeben? Ja, Billy! Will ist gar kein Autor. Ja, schon. Warum gehen wir nicht weiter? Lass mich los! Hier. Eine Feder.
Schreib etwas für uns. Verblüffe uns mit deinen Versen, deinem Geist. Nein? Nun, dann erstaune uns mit dem Buchstaben E. Oder ein E. Das ist nur ein gerader Strich. Du hast keine Tinte. Soll ich ihn festnehmen lassen, Euer Majestät? Ja, nein, ich weiß es nicht. Was will er? Hat er den Verstand verloren? Nein. Zu unserem Unglück, Euer Majestät, ist der Herr seiner Sinnen. Er sieht sich nur auf gleicher Höhe mit eurer königlichen Krone. Elisabeth hat ihm alle königlichen Privilegien aberkannt. Seine Besitztümer enteignet gleich, was Robert Cecil ihr an Lügen auftischt. Sie glaubt es blind. Greift ihn in London an und ihr bestätigt jedes Gerücht und jede Lüge, die Cecil jemals über euch verbreitet. Was soll ich denn eurer Ansicht nach tun? Soll ich mich verhaften lassen? Nein. Nein. Ich werde bei Elisabeth vorsprechen. Allein. Und wie? Cecil wird dir keinen Brief aushändigen, ohne ihn vorher gelesen zu haben. Ich werde ihr auch keinen Brief senden. Ich sende ihr ein Buch. Sie wird nach mir schicken. Und während ich bei ihr bin, kommt ihr nicht mit einer Armee, nicht mit Schwertern, aber mit ihren treuen Untertanen. Den Kesselflickern, den Schustern, den Maurern von London, dem Pöbel. Und alle werden lautstark Robert Cecils Verbannung vom Hofe fordern. Worte. Worte werden am Ende bei Elisabeth obsiegen. Nicht Schwerter. Und wie soll ich es schaffen, dass der Pöbel mir folgt? Das überlasst mir. Schweig, Putana, verschwinde! Hinaus! Und von wem kriege ich jetzt mein Geld? Was soll jetzt die Nova? Ihr werdet sofort mit den Proben beginnen. Es gibt keine Aufführung, bevor ich es euch sage, und das kann möglicherweise am Vortag sein. Das wird aber nicht ganz billig, all die Schauspieler bereitzuhalten, dann die Bühne zu bearbeiten. Alles klar? Ach, und Glückwunsch, ihr. Ihr habt heute ein Gedicht veröffentlicht. Veröffentlicht? Was? Ihr meint in einem Buch? Sie zittert bei der Kunde und reißt ihn an sich, der schon von ihr geht. Sinkt dann indes in ihre Arme und Stricken. Er fällt auf ihren Leib, sie auf den Rücken. Das ist gut. Oh, du mein Liebling, spricht sie. Ich will dein Part sein, so sei du mein Reh. Je nach Gelüst. Oh. Saat stiftet Saat. Schönheit der Schönheit Licht. Du warst gezeugt. Und zu zeugen ist dir Pflicht. Sieh, die Natur gebietet dir zu zeugen. Majestät.
Wie seht ihr mich? Ihr seid die Sonne, Majestät. Die glorreiche... Lügner. Es ist kaum vorstellbar, dass auch ich einmal jung war. Ich war wunderschön. Euer Vater hat mich so gekannt. Lasst ihr es, das Buch? Er schreibt an mich, um mich an jene Schönheit zu erinnern. Jene Liebe. Wie ich ihm ihren Namen, wie ich ihn vergötterte. Hat euch euer Vater von dem Kind erzählt? Von welchem, Euer Majestät? Von Edwards und meinem. Lebt er noch? Ist er von gutem Stand? Ein Edelmann? Ja, Euer Majestät. Wer? Ich bin eure Königin. Wer ist mein Sohn? Der Graf von Southampton, Euer Majestät. Majestät, ihr hegt doch keine Zweifel. James von Schottland. Ach, James. Der Sohn von Mary. Sie versuchte, mir den Thron zu nehmen. Kein Sohn von ihr wird jemals regieren. Ich entscheide, was für mein Volk das Beste ist. Nicht ihr. Ich habe Edward befohlen, mich aufzusuchen, wenn ich Montag nächste Woche nach London zurückkehre. Es ist entschieden. So werde ich ganz. Nicht in den Tod gegeben. Mein Bild ja lebt. Und in ihm werde ich leben. Löst man Gutes Majestät, aber leicht sich drehenden Nymphen nicht zu brüsten. Ich um die schöne Ebenmaß verkürzt, von der Natur um Bildung falsch betrogen, entstellt, wahllos, vor der Zeit gesandt in diese Welt des Atmens. Und zwar so lahm und ungeziemend, dass Hunde bellen, hink ich wo. Ach, also bitte, Permis, du kannst. Dafür wird man mich verhaften. Verhaften? Es wird doch bloß einmal gespielt, jetzt mach weiter. Was zu trinken. Bin in der Meerjungfrau, bin gleich wieder da. Du hast noch den Buckel um. Burbage. Ah, wundervolles Theater. Wundervoll. Sag, nur eine einzige Vorstellung. Ist das Stück so schlecht? Ganz und gar nicht. Es ist Wills neues Werk. Richard der Dritte. Wir haben den Auftrag, eine Vorstellung bei freiem Eintritt zu spielen. Freiem Eintritt? Ja, ein unbekannter Edelmann hat im Voraus für alles bezahlt. Es wird schon die ganze Woche geprobt. Oh, hier. Mein bisher bestes Werk. Tut mir leid, Ben. Will ist Teilhaber und es tut mir leid, Ben. Aber ich musste einwilligen. Keine Stücke von Johnson am Globe. Niemals. Thing. Der beste Schurke in der Theatergeschichte. Richard der Dritte. Zweifellos. Johnson versteht sich auf das alltägliche Lumpenpacken. Shakespeare. Bei Gott, der Mann kennt sich mit Schurken aus. Da kommen nicht mal die Griechen mit. Auf Shakespeare! Und das Schurken. Auf Shakespeare und das Schurken! Du hast doch ein wenig Spaß. Du kriegst einen guten Preis. Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit, Johnson. Es kommt ein Bühnenstück zur Aufführung. Am Montag. Ganz Bankside redet davon. Die Tragödie von König Richard III. Von William Shakespeare. Er tötet seinen Bruder, den König, und die halbe königliche Familie, um selbst den Thron zu besteigen. Ich weiß, wer Richard III. War. Ja. Aber in William Shakespeares Fassung sieht man ihn als Buckling. Was? Soll ich das Theater schließen? Nein. Zurück! Das Theater ist voll!
sich auf den Füßen in Bangs rein. Wir müssen sie zu Hunderten fortschicken. So was habe ich noch nie erlebt. Du dachtest, ich bin verrückt, weil ich ein größeres Theater wollte. Ist Francesco schon fort? Ja, mein Lord. Nun ward der Winter unseres Missvergnügens glorreicher Sommer durch die Sonne Yorks. Die Wolken all, die unser Haus betreut, sind in des Weltmeers tiefen Schoß begraben. Nun zieren unsere braunen Siegeskränze. Die scharfen Waffen hängen als Trophäen. Aus rauem Feldlärm wurden muntere Feste, aus furchtbaren Märschen holde Tanzmusik. Der grimmige Krieg hat seine Stirn entrunzelt. Doch ich, zu Possenspielen nicht gemacht, noch zu buhlen mit verliebten Spielen. Ich, roh geprägt, entblößt von Liebesmajestät, vor leichtig drehenden Nymphen mich zu brüsten. Ich, um dies schöne Ebenmaß verkürzt, von der Natur und Bildung falsch betrogen, entstellt, verwahrlost, vor der Zeit gesandt in diese Welt des Atmens. Halb, kaum fertig gemacht, und zwar so lahm und ungeziemen, dass Hunde bellen, hing ich vor vorbei. Hört, hört! Auf Befehl des Geheimen Rats ist die Brücke unverzüglich geräumt. Wer Widerstand leistet, endet den Tower. Bald die Brücke! Bald die Brücke! Nichts über. Niemand zieht sein Schwert oder feuert seine Muskete ab, ohne ausdrücklichen Befehl. Verstanden? Ja, Belohn. Und der Führer? Wann trifft er ein? Wenn es 4 Uhr schlägt. Die Straßen sind ruhig. Alles in dem Theater. Edward hat uns den Pöbel versprochen. Und den Pöbel bekommen wir. Bin ich geflinkt? Ein Bösewicht zu werden! Die Pest ist holen! Die Pest ist holen! Was macht auch so als Mann unten in der Grube? Doch. Und feiert den alten Freuden dieser Tage anstehen. Sehr einladend. Trunkenreissagen und Schriften, Träume, Denke um meinen Bruder Clarence und den König im Kunstlied zu führen. Gehen, die wir sind. Oh, wirklich. Auf die Pferde. Auf die Pferde! Alle Mann auf die Pferde! Zur Königin! Zur Königin! Thank you.
Majestät, ihr müsst fort. Essex führt eine bewaffnete Revolte. Er kommt, um euch zu stürzen. Essex. Aber Edward, ihr müsst Schweines fliehen, euer Majestät. Er beabsichtigt, euch zu töten und den Thron an sich zu reißen. Bitte, Majestät. Wird ihm das nie verzeihen, Edward. Essex wird verurteilt und hingerichtet wegen Hochverrats. Wie auch euer Sohn. Was? Dachtet ihr, ich wüsste nicht davon? Mein Vater vertraute mir all seine Geheimnisse an. Allesamt. Wenngleich das wohl faszinierendste mir erst nach seinem Tode eröffnet worden ist. Er hat euch gehasst, Edward. Trotzdem hat er euch mit seiner eigenen Tochter verheiratet. Er wollte, dass sein Enkelsohn Graf wird. Nein, Edward, er wollte, dass sein Enkelsohn König wird. Elizabeth gebar mehrere Bastarde, Edward, nicht nur Essex und Southampton. Sie war 16, als sie den ersten bekam. Maria die Blutige war noch Königin und unsere zukünftige Gloriana damals in Ungnade. Niemand hielt sie für sonderlich beachtenswert, außer meines Vaters, natürlich. Und als ihr erstes Kind dann geboren war, ein Knabe, nahm mein Vater ihn zu sich und versteckte ihn. Den Enkelsohn Heinrichs des Achten. Das Findelkind freilich musste als Edelmann aufwachsen. John de Vere, der damalige Graf von Oxford, übernahm die Aufgabe. Ihr Wild! Tu ich das! Warum glaubt ihr, hat er alles dafür getan, euer Vormund zu werden nach eures Vaters Tod? Er hat ja alles geplant. Jahre im Voraus. Er lehrt euch alles, was er über die Staatskunst weiß. Verheiratet euch mit seiner Tochter und nach Elizabeths Tod besteigt ihr den Thron. Und sein eigenes Enkelkind folgt euch auf den Thron. Aber es war für ihn nicht im Ansatz vorherzusehen, welch Versager aus euch werden würde. Wie jämmerlich ihr versagt in der Politik. Wie ihr eure Ländereien vernachlässigt bis hin zum Bankrott. Nur wegen des Schreibens. Von Gedichten. Und ebenso wenig vorhersehbar für ihn war euer Inzest. Köstlich. Nicht wahr? Wie in einer griechischen Tragödie. Elizabeth hätte niemals mit... Was? Mit ihrem Sohn geschlafen? Ich bezweifle, dass sie das wusste, ehrlich gesagt. Allerdings kann man nie sicher sein bei den Tudors. Sie galten stets als originell in der Wahl ihrer Bettgenossen. Ihr hättet dann König sein können, Edward. Und euer Sohn nach euch. Das Dumme war leider nur, dass ihr wart. Urteil ist gesprochen worden. Sie werden enthauptet. Essex morgens, Southampton in einer Woche. Euer Sohn wird getötet, Edward. Von seiner eigenen Mutter.
Schreib doch darüber ein Stück. Robert Pepperell, Graf von Essex, wird hiermit durch Ihre gnädige Majestät Königin Elizabeth wegen Hochverrats hingerichtet. Am 25. Tag des Februar im Jahre des Herrn 1601. Schlag beherzt zu. Gott schütze die Königin! Zieht euch zurück. Alle. Sir Robert, lasst uns allein. Ihr seht alt aus. Ich danke Euer Majestät, dass ihr mich empfangt. Ihr könnt ihn nicht haben. Er ist unser Sohn. Er ist ein Verräter. Wie Essex. Sie erhofften sich nur eine Stimme im Staat, die ihrem Stande entspricht. Ihr habt dies verursacht. Euer Stück, eure Worte. Ich weiß, was ihr getan habt. Euer Kopf sollt rollen, nicht seiner. Dann nehmt ihn an unseres Sohnes statt. Weder Sie noch ich haben uns je gegen euch verschworen. Cecil allein war unser Ziel. Der König von Spanien, Maria von Schottland, 4 französische Könige, 8 Päpste, alle wünschen Sie meinen Tod. Aber hier stehe ich. Und zwar dank den Cecils, meinen Emporkömmlingen. Wir hätten schützend vor euch gestanden. Ihr, meine königstreuen Grafen? Ich konnte den Cecils auch nur vertrauen, weil ihr Wohlstand, ihre Macht, ihr Überleben nur von mir abhing. Mir! Lasst unseren Sohn leben. Besser ist. Und angenommen, ich gäbe ihn euch. Würde er es nie von ihr erfahren? Aber Edward, keine einzige Frucht eurer Arbeit, kein Bühnenstück, kein Gedicht wird je euren Namen tragen. Keine. Weigert sie sich immer noch zu schlafen? Seit 3 Tagen schon. Und ihre Ärzte? Sie sagen, sie stirbt. Diese Krone und heilige König James von Schottland, jetzt und immer da, als König James den Ersten von England, Schottland, Wales und Irland.
Gott schütze den König! Gott schütze den König! Nein, hört auf! Das ist eine Komödie zum Teufel! Und ihr seid so lustig wie die Beulenpest! Will Shakespeare! Tag, Ben. Eine Sondervorstellung am Hof für unseren neuen König! Schwindler! Scharlatan! Räuber! Fremden Geistes! Du kamst zu mir, Ben. Du kamst zu mir. Du bist nur eine Marionette! Master Johnson, seine Lordschaft fragt nach euch. Wusstet ihr, Johnson, dass mein Adelsgeschlecht weiter zurückreicht als das jeder anderen Familie im Königreich? Wir kämpften bei Crecy, bei Bosworth, bei Azincourt. Als ich meine Grafschaft erbte, war ich einer der reichsten Männer, die jemals Englands Luft atmeten. Und den letzten Atemzug werde ich als einer der Ärmsten tun. Nie eine Stimme im Staat. Nie das Schwert geführt in glorreicher Schlacht. Worte. Nichts als Worte werden mein Vermächtnis sein. Ihr allein wohnt meinen Stücken bei und kennt sie als die meinen. Höre ich den Beifall, die ausgelassene Menge, das Klatschen so vieler Hände, dann weiß ich, dass ihr einen anderen feiert. Aber in diesem Geflecht von Klängen wollte ich immer nur zwei Händen lauschen. Euren. Die jedoch hörte ich nie. Ihr habt mir niemals gesagt, niemals gesagt, was ihr von meinen Werken haltet. Für mich sind eure Worte die wundersamsten, die hier auf unserer Bühne zu hören waren. In einer Bühne. Ihr seid die Seele unserer Zeit. Versprecht mir, Johnson. Versprecht mir, dass ihr unser Geheimnis wahrt und dass ihr Shakespeare nicht entlarvt. Mein Lord. Man sieht es euch an, er macht euch rasend. Wie denn auch nicht, aber er ist nicht eure Bürde. Er ist meine. All meine Werke. Meine Stücke, meine Sonette. Bewahrt sie sicher auf, bewahrt sie von meiner Familie, von den Cecils. Wartet ein paar Jahre, dann veröffentlicht sie. Mein Lord, ich bin dieser Aufgabe nicht würdig. Ich habe mich verraten. Sie wissen von mir, was ihr... Die Aufgabe meines Lebens war es, das Wesen des Menschen zu erkennen, Johnson. Ich kenne euch. Mich mögt ihr verraten haben. Aber ihr verratet niemals meine Worte. Was ist das? Das, mein Lady, euer Gemahl war ein... Hinaus! Ihr, eure
Freunde, euer frevelhaftes Theater. Habt über diese Familie nichts als Ruin und Schande gebracht. Ruin? Schande? My Lady. Eure Familie. Sogar meiner. Sogar Königin Elizabeth selbst wird man künftig bloß gedenken, weil wir die Ehre hatten zu leben. Während euer Gemahl Tinte zum Papier brachte. Den Grafen von Southampton. Die Liebe, die ich eurer Lordschaft darbringe, ist ohne Ende. Und in diesem Rahmen bildet diese Schrift nur ein überflüssiges Teilchen. Was ich geleistet habe, ist euer. Was ich zu leisten habe, ist euer. Ihr seid Teil all dessen, was ich habe. Auf ewig euer. Ich vermag all dies ungeschehen zu machen, Johnson. Oder aber ich bereite euch großen Schmerz. Schmerz. Ich weiß, dass ihr sie habt. Seine gesamten Handschriften. Meine Schwester sah, wie ihr Oxford Stone mit den Werken unter dem Arm verließt. Sie wurden vernichtet. Verbrannt. Verbrannt. Von euren Männern. Jedes einzelne Wort ging in Flammen auf, als ihr das Theater angesteckt habt. Er lügt. Warum sollte ich lügen? Er war etwas, das ich nie sein könnte. Eine unleugbare Vollkommenheit, die meiner Seele eine Qual wurde. Und für ihn war ich ja nichts. Er sagt die Wahrheit. Lasst ihn frei. Wache! Macht ihn los. Herr Johnson, übertrefft ihn. Hört ihr? Löscht sein Andenken aus für immer. Das fürchte ich wird nicht möglich sein, mein Lord. Eine Feuermuse, die hinan den hellsten Himmel der Erfindung stieg. Ein Reich zur Bühne, Prinzen drauf zu spielen. Monarchen, um der Szene Pomp zu schauen. Wir haben eine Gelehrte, die den Shakespeare in Edinburgh gesehen, Sir Robert. Und ich muss sagen, die haben uns aufnehmend gut gefallen. Wir freuen uns auf mehr davon nun, da wir in London sind. Ihr seid gewiss ebenso theaterbegeistert wie ich. Selbstredend, Eure Majestät. Robert Cecil blieb der mächtigste Mann am Hofe König James des Ersten. Auch wenn er es nicht zu verhindern vermochte, dass die öffentlichen Theater immer beliebter wurden. William Shakespeare indessen verbrachte die ihm verbliebenen Tage nicht in den Schauspielhäusern Londons, sondern in seiner kleinen Geburtsstadt Stratford-upon-Avon als Geschäftsmann und Händler von Getreide. Ben Jonson erreichte sein Ziel. Er wurde zum gefeiertsten Bühnenautor seiner Zeit und zum ersten Hofdichter Englands.
1623 schrieb er die Widmung zu den gesammelten Werken eines Mannes, genannt William Shakespeare. Und auch, wenn unsere Geschichte zu Ende ist, die unseres Dichters ist es nicht. Sein Denkmal überdauert die Ewigkeit, gemeißelt nicht aus Stein,